Ob Mehrgenerationenhaus, altersgerechte Wohnung oder Ökohaus, wer solche Projekte gemeinschaftlich angehen will, der soll künftig in Berlin unterstützt werden. Es soll für sogenannte Baugruppen oder Baugemeinschaften landeseigene Grundstücke vorgehalten werden. Aber unabhängig davon sind in den letzten Jahren viele Wohnprojekte in Berlin gemeinschaftlich angegangen worden. Sie kosten die Bauherren weniger Geld, machen allerdings auch mehr Arbeit. Diese Menschen haben alle etwas gemeinsam. Sie wohnen oder planen das Wohnen in eigenen vier Wänden, gebaut in einer sogenannten Baugemeinschaft. Baugemeinschaft, so heißt die Verbindung von Privatpersonen, die gemeinsam bauen wollen. Doch auch hier machen Architekten den Planungsanfang, in diesem Fall das BHZ Planungsbüro. Sie konzipieren im Auftrag einer Gemeinschaft das Projekt Lichtblick in der Kanzowstraße in Berlin. Also wir haben die Planung abgeschlossen fürs Haus und für die Wohnung, haben den Bauantrag eingereicht und sind halt jetzt gerade dabei, die Details zu zeichnen, die Ausschreibung zu machen für das Haus und warten halt darauf, dass das Bauamt den Bauantrag halt freigibt. Zur Baugemeinschaft Kanzowstraße gehören Jörg Pestlin und Bettina Damert. Beide wollen auf dem Grundstück eine 100 Quadratmeter Wohnung bauen. Die Gemeinschaft trifft sich regelmäßig, denn anders als beim Kauf einer Eigentumswohnung von der Stange haben hier die Bauherren ein umfangreiches Mitspracherecht. Es wird eigentlich alles, was für das Haus, für das Entstehen des Hauses relevant ist, wird in der Baugruppe besprochen und entschieden letztlich. Also wie viele Stellplätze im Keller für die PKWs entstehen, Fahrradstellplätze, Hofgestaltung, wie die Fassade aussieht, das ist alles so nach und nach besprochen und entschieden worden. Die zukünftigen Wohnungseigentümer haben sich über das Internet oder Mundpropaganda zusammengefunden. Neben den Möglichkeiten der Mitgestaltung hat eine Baugemeinschaft auch einen entscheidenden Kostenvorteil. Eine Baugemeinschaft ermöglicht es, günstiger zu bauen. Das ist einfach mal Fakt, weil man einen Bauträger, wenn man vom Bauträger kauft, der will eine Provision haben, der muss ja auch irgendwo von leben. Und da sind bestimmt 20%, die der auf die normalen Baukosten oder Gestehungskosten aufschlägt. Und diese Kosten, die haben wir natürlich nicht. Dadurch ist es günstiger unterm Strich. Berlin-Bözow-Viertel. Hier ist eine andere Baugemeinschaft schon in der Bauphase. 7 Geschosse, Niedrigenergiebauweise. Carsten Probst ist einer der zukünftigen Eigentümer. Nach langer Planung entsteht hier seine Traumwohnung. Man verfolgt jedes einzelne Detail und sieht quasi jeden Tag was völlig Neues. Es ist, wenn ich auf die Baustelle gehe, jeden Tag ein veränderter Bau, bei dem ich immer wieder ganz verschiedene neue Raumkonstellationen bemerke und erst langsam merke, wo das Einzelne eigentlich wirklich stattfinden wird, wie wir später leben werden. Carsten Probst und seine Baugemeinschaft wollten etwas Besonderes, nicht nur in der Architektur, auch beim Werkstoff. Man wollte mit Holz bauen und schuf damit ein Novum. Das Objekt ist immerhin das höchste innerstädtische Holzhaus Europas. Holz ist als Baustoff erstmal in seiner ökologischen Bilanz sehr positiv, bindet sehr viel CO2. In seinem Gesamtproduktionsprozess verbraucht er wiederum sehr wenig Energie, bis er sozusagen hier auf die Baustelle kommt und verbaut wird. Dann ist Holz gleichzeitig Dämmstoff und Konstruktionsmittel in einem. Und wir realisieren extrem kurze Bauzeiten, was wiederum im innerstädtischen Bereich sehr wichtig ist. Exklusiv bauen heißt bei einer Baugemeinschaft nicht unbedingt teuer bauen. Beim Holzhaus im Bözow-Viertel liegt der Quadratmeterpreis um 2000 Euro und damit rund 30% unter dem hier üblichen Marktpreis. Doch Baugemeinschaften sind auch mit Risiken behaftet. Beispielsweise, wenn ein Mitglied während der Planungsphase aussteigt oder sich die Gemeinschaft verstreitet. Es gibt Krisen in Baugruppen, die wir in dieser Form überhaupt nicht hatten und auch nicht zu befürchten brauchen. Aber wir haben natürlich von anderen Baugruppen gehört, wo es sehr viel größere Probleme gab. Wir sind vor 2 Jahren hier eingezogen. Unser Haus hat 118 Quadratmeter. Wir haben 4 Zimmer, wohnen hier auch zu viert. Und unser Haus gehört zu dieser Baugemeinschaft Lebenstraum Johannisthal. Wir haben 19 Häuser insgesamt. Baugemeinschaften können nicht nur Wohnungen, sondern auch kleine Siedlungen gemeinsam realisieren. In Johannisthal entstanden auf diese Weise moderne Niedrigenergiehäuser.
Es ist ein Mehrgenerationenprojekt mit einem gemeinsamen Innenbereich ohne Zäune oder Abgrenzungen. Auch hier konnte man gemeinsam günstiger bauen. Es gibt eine zentrale Heizung und wenn alles einmal fertig ist, auch ein Gemeinschaftshaus. Baugemeinschaften haben also viele Vorteile. Aber es ist nicht einfach, so eine Gruppe überhaupt zusammenzustellen. Aber es war wirklich schwierig, die Leute erstmal für diesen Standort zu begeistern. Es war am Anfang hier noch gar nichts gebaut. Es war eine riesige Sandwüste hier. Es gab noch keine Einfamilienhäuser. Man konnte es sich nicht so richtig vorstellen. Man musste stark an der Vision arbeiten und die Leute dafür begeistern für dieses Thema. Das haben wir aber dann auch geschafft. Wenn sich eine Baugruppe einmal gefunden hat und wenn sich am Ende auch alle bei der Planung einigen können, dann hat das Konzept viele Vorteile. Individuelle Wünsche können umgesetzt werden, die Kosten sind transparent und man spart zumindest bei Eigentumswohnungen rund 25%. Ja, und wie finden sich Baugemeinschaften häufig übers Internet? Dazu nochmal Marion. Ich habe ein Beispiel herausgesucht, welches der Senat für Stadtentwicklung unterstützt. Sie finden es im Internet unter www.wohnportal-berlin.de. Hier werden 30 Wohnprojekte, 40 Baugemeinschaften und 14 Genossenschaften vorgestellt. Unter anderem auch das Projekt Lichtblick in der Kanzowstraße in Prenzlauer Berg. Die Konzeptangaben fallen etwas dünn aus. Dafür findet man alle wichtigen Adressen und Ansprechpartner. Bei anderen Projekten sieht das anders aus. Hier gibt es neben dem Konzept auch eine Lagebeschreibung und Vorschläge zur Finanzierung und Abschreibungsmöglichkeiten. In der dunklen Jahreszeit wünscht man sich nicht nur ein kuscheliges Heim, sondern auch ein verkehrssicheres Auto. Jetzt in unseren Tipps.